Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Genau, wie ihr sehen könnt, hier die Joel Edition von The Last of Us, die ist heute mit Amazon mitgekommen. Ich habe sie einfach nur aus der Umverpackung schon mal herausgeholt. Und das hier ist die Umverpackung von The Last of Us, der Joel Edition. Hier sehen wir nochmal auf der Seite hier das Cover, bzw. der Name. Hier oben genau nochmal dasselbe mit dem Symbol, dieselbe. Und dann hier hinten sehen wir, was alles so mit dabei ist. Hier, diese Special Edition enthält eben ein Poster, die Blu-ray-Disc, dann ein Mini-Comic, dann einmal ein Kunstband, dann ein, ja, das Siebdruck-Poster habe ich schon genannt und ein Controller-Design, was im Joel-Stil ausschaut. Und dann haben wir natürlich noch digitale Inhalte, wie zum Beispiel ein Sound bzw. ein Hintergrund hier auf der Seite, den Network Pass natürlich nicht vergessen und noch andere Content extra sowie EP Boost etc. etc. und noch ein Sackboy für, wie nennt man das nochmal, Little Big Planet. So, also so sieht das aus. Ich mache jetzt die Umverpackung auf und ja, dann schauen wir doch mal, wie das Ganze so von innen ausschaut. Also es fühlt sich an, als wäre das hier nur Stoff. Es ist nur Stoff und so sieht das Ganze aus, nochmal ganz schick. Hier nochmal das PlayStation-Logo und okay, es ist wie so eine kleine Survival-Tasche, wo man so mitnehmen kann. Also hier ist noch nichts, wie ihr sehen könnt. Boah, viele Klettverschlüsse. Einmal und zweimal und dann haben wir es auch schon voll ausgebreitet. Ja, komm, Flasche beiseite. Und so haben wir das Ganze voll ausgebreitet. So, was haben wir denn hier drin? Einmal ein Naughty Dog Aufkleber. Ich weiß nicht, ob es nur einer ist, aber es sieht so aus. Naughty Dog Aufkleber. Hier der besagte Comic. 1 von 4 steht hier oben drauf. Also werden wahrscheinlich noch ein paar andere folgen. Alle bunt bedruckt. Ziemlich cool mit der Graphic Novel. Okay, es gibt sogar ein Hardcover, also das Comic Journey Deeper into the World of the Last of Us in the Full Size, 167 Seiten, auf jeden Fall das Comic von Rosenberg. So, das haben wir schon mal gehabt. So, und dann hier, ja, das sieht aus wie das Poster. Genau, das werde ich jetzt nicht komplett aufklappen, weil ich das mir einrahmen möchte, genau. So sieht das auf jeden Fall schon mal sehr schick aus und das kommt eingerahmt bei mir. So, was haben wir denn noch? So, Dille. Ah, Aufkleber, du bleibst drin. Okay, wie es aussieht. Aha, das ist also das CD-Cover, also das Blu-ray-Cover. So, das reißen wir so auf. Und es fühlt sich genauso an wie das Poster. Ziemlich cool. Moment, ich halte es gleich in die Kamera. Ich packe es nur schnell aus. So sieht das aus. Und so sieht das aus, wenn es drin ist. Ich zeige euch jetzt nicht die Codes. Ihr kleinen Geier. So sieht das Ganze aus. Sehr schön auf jeden Fall, die Mache. Machen wir das mal so. Ja, so klickt man ein bisschen. Und dann haben wir hier noch ein kleines Booklet dazu. Mit der Steuerung etc. Die werden ja eh immer üppiger. Und noch hier ein paar Artbooks mit drin. So, das lassen wir mal wieder drin. Klappen das Ganze zu. Und gucken uns mal hier das hier noch an. Genau, das ist einmal hier dieses Cover für den Controller. Werde ich mir nachher gleich mal zu Gemüte führen und auf den Controller kleben. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur einmal ist. Gleich mal gucken. Vielleicht sind ja 2 oder 3 mit drin, man weiß es ja nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe schon, aber nee, ist nur einmal drin. Auf jeden Fall. Und so ist die Gebrauchsanweisung nochmal. Also hier nochmal. Schön das Design davon, von Joel. So, und dann hier haben wir die Art of The Last of Us. Und hier ist eben nochmal die ganzen Artworks drin. Also ich blätter jetzt einmal nochmal so kurz durch. Ein paar Hauptcharakter und ich will jetzt nicht alles spoilern und so. Auf jeden Fall schöne Umgebungen mit drin. Also die Zeichnungen sind ziemlich cool. Und ja, das ist ein Bild, das gefällt mir sehr gut. Und das war's auch schon. Hier nochmal das mit dem Comic. Und ja, das war's von der Joel Edition von The Last of Us.
Ich lege das Ganze gleich ein und ihr werdet das natürlich im Let's Play noch sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick auf jeden Fall bekommen, was alles dabei ist. Und wir sehen uns dann einfach im Let's Play. Bis dann, macht's gut und halt die Ohren steif. Ciao!